So, da sind wir wieder direkt zurück bei der großen Schießerei. Jetzt bin ich hier gerade mal beim Schauen. Die ACR. Nee. Schade. Kann man ja hier was? Nee. Hier muss aber noch rechts was sein. Hier. Eine Pistole. Na. Nehme ich dennoch mit, kann ich verkaufen. Division Tech. So, mal hier. Ein Zeug, wo ich schon voll mit bin. Ah, na, schade. Also zwei große Kisten hat man hier und zwei kleine. Das sind jedenfalls die Kisten, die ich jetzt gefunden habe bisher. War ich hier schon? Ne, hier ist noch eine Treppe, da geht's nochmal runter. Und hinten ist halt ein Seil, um das Gebäude zu verlassen. Oder eben zu betreten. Noch ein paar Rikers. Jetzt erstmal zu dem Abholbereich. Lieber den in der anderen Dark Zone, im anderen Dark Zone Gebiet, da wo es noch einfach für mich ist, als hier. Wo sie mich ummähen können, wie sonst was. Bücherei. Ganz langsam um die Ecke. Okay. Puh, gleich mal noch zwei Wahrzeichen geklärt. Das ist ein. Auf dem Dach sitzt noch ein Scharfschütze. Oh, da ist noch ein Scharfschütze. Muss ich selbst auf ein Scharfschützengewehr wechseln? Na gut, der eine ist runtergekommen. Das heißt schon mal, der ist leichter zu treffen. Begnügt euch erstmal damit. Letzte Kugel. Die muss ge genau sitzen. Also. Ich könnte theoretisch jetzt nochmal zurückgehen und tatsächlich diese zwei Kisten öffnen. Nur habe ich ja schon 7 von 8 Plätzen in meinem, ja, Dark Zone Beutel gefüllt. Ich gehe gleich nochmal hin. Sehen, ob es irgendwas Interessantes gibt. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Das Gefährlichste hier in dem Spiel, also hier in der Dark Zone, sind eigentlich feindliche, abtrünnige Spieler. Also ja, abtrünnige Spieler sind hier das größte Problem eigentlich. Weil die teilweise halt wissen, wo sie hinschießen müssen. Mist. Ausgerechnet so einer. Spiel mal damit. Jetzt kommen sie wirklich von allen Seiten. Meine Mine hat mich tatsächlich selbst wirklich verletzt. Das ist mir bisher noch nie passiert, dass ich in der Nähe von einer Suchermine war, als die hochgegangen ist.
Mist, ich habe gar keine Heilung mehr. Kaum noch irgendwelche nennenswerten Granaten. Mist. Ehrlicher Affe. Mist, Mist, Mist. Mist. War zu erwarten. 30 Sekunden bis zum Abschluss der Abholung. Ich komme vielleicht noch in den 30 Sekunden dahin, aber ob ich da in den nächsten 30 Sekunden noch das Ding aufsammeln kann, den Bereich reinigen und dann noch dranhängen könnte, zweifle ich. Ja, zieht schon in 12 Sekunden ab. Wenn man getötet wird, dann wird ein Teil von dem, was man eingesammelt hat, auch für andere Spieler sichtbar. Fällt mir gar noch so nebenbei ein. Hab mich aber auch etwas überrascht, dass hier plötzlich so viele Gegner aufgetaucht sind. Mist. Mist. Dämlicher Affe. Hier steht zum Beispiel private Objekte fallen gelassen und öffentliche Objekte fallen gelassen. Oh, okay, dann nochmal dahin. Ich rüste jetzt nochmal mein schweres MG aus, bevor ich dahin gehe. Die Zeit ist begrenzt. Ich ein bisschen mehr Feuerkraft habe. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Verlassen des sicheren Bereichs. Es müssten ja eigentlich auch immer mal wieder andere Spieler an der Stelle auftauchen. Ich nähere mich Ihrer Position. Haha. Oh shit. Mit schweren Gegner habe ich jetzt nicht gerechnet. Mist. Mist, noch so einer. Das gibt's doch nicht. Wie soll ich denn gegen das? Also echt. Wenn ich wenigstens dranhängen könnte, während die mich beschießen. Worauf warten Sie? Dann würde das ja gehen. Also wenn ich es wegbekomme, dann geht das ja. Warnung. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Deswegen bin ich auch nicht unbedingt gerne in der Dark Zone, weil es hier halt wirklich sehr schlecht ist oder schwierig, wenn man hier irgendwas, sagen wir mal, rausbringen will, weil dann plötzlich dann alle auf einmal auftauchen. Hier, wie viele? Kann man echt keinem erzählen, dass hier jetzt ausgerechnet so einer hockt.
Hier, wie viele plötzlich kommen. Und schon wieder unten. Das Einzige, was ich machen kann, ist versuchen, tatsächlich den Bereich zu sichern, bevor ich den Dings da rufe. Nur gefühlt kommen die ja unbegrenzt. Aus dem sicheren Bereich. Das ist natürlich die Frage, wie soll man das denn machen, wenn hier gefühlt eine Million Gegner auf einen zukommen, vor allen Dingen dann auch noch zwei schwer bewaffnete, die auch noch so schwer zu killen sind teilweise. Ich warte nur auf den richtigen Augenblick. Das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich mich hier oben hinstelle irgendwo und die mit dem Scharfschützengewehr abknalle nacheinander. Hier oben bin ich zumindest bisschen sicher. Natürlich. Die sind inzwischen neu gespawnt. So, laut dem sollen jetzt ja eigentlich aktuell keine Gegner mehr sein. Ich lädt das Ding erstmal auf. Rufe ich mal die Bergung und dann gehe ich wieder in das Gebäude, wo ich gerade war. Ja, da kommen sie nämlich schon wieder, die Gegner. Helikopter im Anflug. Aber hier kann ich mich ganz gut mit dem Scharfschützengewehr verteidigen. Auf jeden Fall schon mal etwas einfacher. Es dauert sowieso jetzt erstmal noch eine Minute. Und da hinten, ja, da sieht man ja schon, die ganze violette Armee, die kommt. Teilweise schon mit Schaden. Haben die sich da mit einem Cleaners oder Rikers angelegt? Tatsächlich. Ich kann aber nicht so weit schießen. Oh, wie das hier unten aussieht, was hier unten alles liegt. Ich baller direkt auf den, aber treffe nicht. Die Waffe hat gar nicht so eine Reichweite. Jetzt kann ich hingehen. Wenn ich schnell bin, kann ich noch das da einsammeln. Das Kleidungsstück. Bringt zwar nicht viel, aber ich hab's dann immerhin schon mal. Wir können es jetzt an Bord holen. Kleinen Moment noch. Ich habe hier noch eins. 15 Sekunden. Ich
frage mich gerade ernsthaft, welche Gruppierungen sich hier gerade bekriegen. Aufnahme gesichert. So, jetzt ist das Geschütz kaputt. Ach, das wird schwerer Affe. Ich auch. Drei Gegner waren das jetzt nur. Ja, kann ich machen. Ich könnte jetzt einen Drink vertragen. Wie wär's denn eher mit einer Granate? Ausfallen gelassen, das war nur Division Tech. Jetzt ist das Wahrzeichen zum Beispiel wieder, sagen wir mal, bekämpfbar. Eintreffende Nachschublieferungen. Kalibriere Landezonenkoordinaten. Ist das hier in meiner Nähe? Ich höre doch einen Hubschrauber. Das muss in meiner Nähe sein. Schauen wir mal, wo es ankommt. Die Dinger werden zwar von schweren Gegnern bewacht, aber... lohnen tun die sich auf jeden Fall. Kontaminationsvorfall unter Straßenniveau entdeckt. Das kommt auch noch hinzu. Steigt kurzzeitig, dann wird es wieder geringer und dann kann man da unten wieder ein bisschen Zeug einsammeln. Kontaminationsstufe unter Straßenniveau steigt. Aber darum will ich mich ja jetzt nicht kümmern. Kam es gerade noch runter. Jetzt muss ich nur aufpassen, hier können jetzt Gegner auftauchen. Schwere Gegner. Da stehen sie schon. Hier, was für Gegner hier rumeiern. Shit. Kontaminationsstufe unter Straßenniveau. Mist. Mist. Aber das Gute ist, hier in der Nähe ist so ein Dings da. Checkpoint. Und so ein Ding ist halt interessant, weil da sehr viel drin ist. Ich kann aber auch nicht einfach dran gehen und das Ding ausnehmen, weil das ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Ich muss die halt erstmal killen, bevor ich da dran kann. Jetzt müssten das ja eigentlich noch 3-4 Gegner sein. Den Rest habe ich ja schon gekillt. Also 2 habe ich erwischt. Am schlimmsten sind eigentlich die Granatentypen in den Fällen jetzt. Shit. Denn der hat Brandgranaten. Können halt auch Hinterdeckungsschaden machen. Beide sind jetzt relativ niedrig.
Gerne mit. Gleich mal sichern hier, genau das meine ich. Nachschublieferung erfolgreich eingenommen. Wie viele sind es insgesamt? 4. Erstmal allen die Rüstung runtergeschossen. Der hat's richtig umgenietet. Kontaminationsstufe unter Straßenniveau sinkt. Da gibt's ja noch einen, aber in der Minute 30 komme ich dann nicht mehr hin. Nee. Gegner unter Straßenniveau entdeckt. Genau diese Bedrohungen kann man dann unter Dings da erledigen. Unter der Straße. Aber ich geh jetzt da nicht rein. Ich glaube, ich habe dafür auch gar nicht die richtige Stufe, kann das sein? Ja. Es fehlt eine Filterstufe, um da reinzugehen. Ich würde ansonsten nicht weit kommen. Achtung, Sie gehen aus der Dark Zone. Das ist das Zeug, das Sie brauchen. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Huch. Auf jeden Fall schon ganz schön ergiebig gewesen. Vielleicht sollten Sie nächstes Mal etwas kaufen. Hinweis: Alle verbliebenen Nachschublieferungen nicht mehr verfügbar in 30 Sekunden. Sieht ja, was ich hier teilweise alles gefunden habe. Ja, hier ist halt auch noch eine ganze Menge Zeug drin. So. Verkaufe. Scharfschützengewehr muss ich jetzt noch genau gucken. Das wird verkauft. Pistole wird verkauft. Das wird verkauft. Das. Das. Alarm. Nachschub ist nicht mehr verfügbar. Macht nichts. Eine Kiste habe ich gekriegt. Wir sind hier fertig. 8000. 1200. Nee. Den Arsch. 100.000 Credits erhalten. Kann das auch weg. Mein verbessertes G36 hat gar keine Dings das, nehme ich gleich mal ein bisschen Laser Zieloptik. Gehen wir noch mal zur Operationsbasis. Ich glaube nämlich, ich kann mir was beim Fortschritt, bei dem fortschrittlichen Waffenhändler kaufen. Warnung, Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Ich dachte schon, das mit der Belobigung verschwindet überhaupt nicht mehr. Na, noch 10 Ausbauten, dann bin ich fertig. Sie haben jede Menge Leute im Verbrennen bewahrt. Ach, hier war's. Nee. Einer zu früh. Hier bist du. Das ist nicht meine Waffe. Habe ich tatsächlich nichts mehr zum Verkaufen? Oh ja. Wobei ich mir eher die Maschinenpistole holen würde. Da habe ich nämlich eine Waffe zusätzlich. Ich habe eigentlich hier ein gutes Sturmgewehr. Ich muss jetzt noch irgendwie... Ich muss jetzt noch irgendwie einen guten Tausender machen.
Einfach ein paar Waffen anfertigen. Die sind nicht viel besser, aber ich kann sie halt verkaufen. Haufen Blaupausen, die ich habe. Ich habe mir noch nie selbst eine Waffe gebaut oder Ausrüstung. Sehen Sie sich die Schätzchen, ein Wort genügt und es gehört Ihnen. Hat's gereicht? Ihnen mache ich gerne Geschäfte. Hey, Sie sind ein Vorbild für uns alle. Schauen. Hat. Dann nehme ich lieber die hier. Habe ich noch eine zusätzliche Waffe in meinem Inventar, auf die ich bei Bedarf wechseln kann. Ich hätte auch ein ordentliches Magazin. Minimale Nachladedauer, alter Schwede. Das sind teilweise wirkliche Fertigkeiten, die sich lohnen. Ich habe hier ein Teil, das nach Ihnen ruft. Sagen Sie mir, wenn Sie etwas kaufen wollen. Am liebsten alles, was mir helfen könnte. Nur kann ich mir nicht leisten. Okay. Bis demnächst. Gehe ich erstmal wieder zurück. Da, wo wir letzte Folge gestartet sind, sind wir jetzt wieder. Hier unten ist sogar ein Spieler. Lager ist nichts. Eine Kugel. Der hier hat auch gute Ausrüstung. Schade, dass Sie nichts gefunden haben. Naja, nach diesem kleinen Abstecher in die Dark Zone bin ich jetzt erstmal wieder für heute fertig. Dann sieht er hier. Also oben die Stufe, das ist halt die Spielerstufe, die ich hier nach draußen eben auch brauche. Die Dark Zone Klasse ist ja klar. Ich muss hier mindestens Waffen mit der Stufe 22 bis 24 haben, wenn ich hier hinten irgendwann überleben will. Und hier 30 dann. Central Park. Steht es auch in der Dark Zone, gibt es jede Menge wertvolle Waffen und Vorräte, aber auch die tödlichsten Gegner in der Stadt. Durchbrechen Sie die Mauer und erkunden Sie das Gebiet. Naja, was soll's. In der nächsten Folge geht's dann wieder im Flatiron District weiter. Da, wo wir aufgehört haben. Diesmal mit einigen verbesserten Waffen. Was ist eigentlich den seiner? Ausgewogen. Die Waffe erzielt die maximale Präzision geschultert schneller. Also wenn ich normal ziele. Im Grunde so hier. Also hier dieses Ziel, dass das halt dann schneller wird. Das wäre halt das. 370. Nee, das war jetzt die Waffe. 332. Na egal, ich bin jetzt erstmal, wie gesagt, für heute fertig. Ich gehe jetzt hier nur noch rein. Betreten eines sicheren Bereichs. Und da sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder von The Division. Bis dahin, tschüss.